Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das breite Hochbeet aus dem Hause Dobar. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses Hochbeet für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Hochbeet unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Hochbeet wirkt fair in meinen Augen. Ich bin der Ansicht, dass was dir hier in Sachen Material geboten wird, sich für den Preis definitiv sehen lassen kann. Dann haben wir noch so Aspekte wie die Optik. Den meisten Leuten ist die Optik vom Hochbeet an sich jetzt nicht so wichtig, weil es ihnen eher um das Grünzeug darin geht. Deswegen ist das ein bisschen schwerer zu beurteilen. Ich sag mal, ich finde es für ein Hochbeet eine angemessene Optik, also passt, würde ich sagen. Aber wie bereits gesagt, das muss jeder Gartenfreund für sich selber beurteilen. Beim Hochbeetkauf ist die Stabilität in meinen Augen der absolut wichtigste Aspekt, ja. Denn wenn du dir ein Hochbeet kaufst, was nicht stabil ist, könnte es natürlich sein, dass deine ganze gärtnerische Arbeit im Nu hinüber ist, wenn es umstürzt oder so. Das wäre natürlich sehr schade. Deswegen achte beim Hochbeetkauf auf jeden Fall darauf, dass das Gestell stabil ist. In diesem Fall wirkt das auf mich so und das ist wirklich ein extrem wichtiger Tipp, weil du willst ja nicht, dass deine Arbeit dann den Bach hinunter geht. In meinen Augen haben auch viele Gartenfreunde den Trugschluss, dass sie sich ein besonders schönes Hochbeet kaufen und dann der Ertrag der Pflanzenpracht von ganz alleine kommt. Da will ich dich nochmal daran erinnern, nur zur Sicherheit, dass das natürlich nicht so ist, ja. Das Hochbeet ist immer nur eine Art Grundlage und deine gärtnerischen Fähigkeiten, aber wirklich alles. Welche Erde verwendest du, wo stellst du das hin, wie oft gießt du, Sonne und so weiter. All das ist unglaublich wichtig, wenn es um die reiche Ernte geht und ja. Daran möchte ich nochmal Anfänger im Bereich Garten, grüner Daumen und so weiter, Gärtnerei erinnern, weil ich da oft schon solche mentalen Trugschlüsse bemerkt habe. Deswegen, selbst wenn du dir ein super tolles Hochbeet kaufst, ja, deine gärtnerischen Fähigkeiten sind immer noch entscheidend. So, also nochmal zurück zu diesem Hochbeet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis gefällt mir gut. Deswegen kann ich in der Tat eine Kaufempfehlung aussprechen. Das Amazon-Angebot zum Hochbeet werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei deinen Gärtnereiprojekten. Alles Gute, ciao.